Das sind nur Vorbereitungen. Ich wollte das nicht ohne euch aufmachen, wirklich nicht. War das nicht witzig gerade eben? Nein, was nicht. Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einem neuen Unboxing zur Get Digital Lootbox. Die ist heute Morgen eingetroffen hier bei mir und das passt perfekt, denn ich habe morgen einen Tag Urlaub und kann das deswegen heute Abend wunderbar für euch aufnehmen. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Auf der Rückseite habe ich eben schon gesehen, das hatten sie auch schon auf ihrer Facebook-Seite geteilt. Da ist ein Aufkleber drauf, wo drauf steht, nicht von dieser Seite öffnen, denn im Zwischenboden befindet sich ein Item, mehr oder weniger. Deswegen habe ich das natürlich gerade eben schon mal vorbereitet und habe es von dieser Seite aufgemacht. Und ich bin mal gespannt, wir klappen das Ding einmal auf. Okay, was ist das denn hier? Was ist denn hier alles drin, Junge? Okay, ich habe im Vorfeld schon gesehen, dass das hier quasi keine... Ich glaube, das ist einfach wieder eine Random-Box. Das ist nichts... Hier dürft man nicht reingucken. Es ist eine Random Box, wo kein spezielles Thema herrscht, deswegen bin ich auch gespannt, was drin ist. Ich habe gesehen, es ist Zelda mit dabei und Star Wars. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. So, wir nehmen einfach mal das erste raus. Das erste ist... Wie niedlich! Ein kleiner Groot! Oh, schön! Das ist doch schön. Ein Guardians of the Galaxy Volume 2 Plüschi. Hero Plüschi. Ja, Groot, das ist natürlich mega cool. Denn wer mag Groot nicht? Und vor allem dann Baby Groot ist natürlich noch mal viel cooler. Sehr, sehr schön. Werde ich vielleicht meiner Tochter schenken oder so. Mal gucken, weil ich hauptsache hier unten ein paar Stofftiere rumfliegen. Aber das sind, naja, ich werde sie früher oder später wahrscheinlich aussortieren, meine Stofftiere. Das nächste, wir nehmen mal hier was Kleineres von hier unten. Und zwar ist das, wie heißt es hier noch, diese Dinger, die man überall hinpappen kann. Auf jeden Fall sind sie von Doctor Who. Es sind Doctor Who Stick-Its, heißen sie, glaube ich, jetzt hier. Sticky Notes, wie heißen die denn noch? Die man so hinpappen kann. Gibt es doch einen ganz, gibt es doch einen Namen? Na, ist doch egal. Auf jeden Fall kleine Doctor Who Notizzettel. Die werde ich drin lassen. Die werde ich euch nicht rausholen und zeigen, weil das werde ich wahrscheinlich in meine Tauschkiste packen, denn ich gucke Doctor Who nicht. Ne? So, dann haben wir hier noch eine Zeitschrift unten drin. Die hole ich auch mal eben raus. So, das Magazin, das Wissenschaft. Wissen 2018. Okay, das ist ja immer mal wieder mit dabei, so eine Zeitschrift. Werde ich mir mal in Ruhe dann irgendwie angucken oder so. Wissen ist natürlich immer gut. Denn Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts. Witzig. Probeheftchen, sage ich mal, die immer dazwischen sind, so, das ist ganz nett. Aber meistens interessiert mich das nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich so sagen. Okay. Habe ich eben gesagt, ich habe Doctor Who noch nie geguckt. Ja, das ändert sich dann anscheinend jetzt. Denn es ist hier eine DVD mit dabei. Doctor Who Deep Breath. Ist das der Opener zu der Serie? Also die Pilotfolge zu der Serie oder was? Okay, das finde ich ganz cool eigentlich. Werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Werde ich mit meiner Frau zusammen, glaube ich, mal gucken. Vielleicht kommen wir ja auf den Geschmack von Doctor Who. Wer weiß das schon so genau. Finde ich auf jeden Fall cool. Mal wieder ein Pin, habe ich gesehen. Da kommen auch ein paar coole Sachen, wenn ich das hier richtig sehe. Das hier ist ein Nerdpflaster. Okay, geil. Heroes Never Die. Swallow, Painkillers, Healing Self. Okay, das ist witzig. Healing Fairy, geil, ein Zelda-Dings ist mit dabei. Das ist eine coole Sache. Das halte ich euch auch mal eben nur so in die Kamera, weil man kann das sowieso nicht so gut erkennen. Es sind auf jeden Fall, ach hier haben wir es doch, hier haben wir sie alle drauf. Ich mache das mal gerade eben ganz unprofessionell so, ohne das extra einzublenden. Das sind quasi die ganzen Pflaster, die hier mit bei sind. Finde ich, das finde ich wirklich eine coole Sache. Das packe ich mal eben wieder ein. Die werde ich auch mit raufnehmen. Fällt alles raus, so eine Scheiße, oh Gott. Wenn ich diese Tütchen immer sammle hier, die mir damit immer beipacken, ne, und ich packe da Mehl rein, kann ich bestimmt reich werden damit. So, was haben wir denn hier? White Rabbit. Das sind, oh Gott, das fällt schon alles auseinander. Das sind Bonbons. Ich probiere das jetzt einfach mal random hier so. Oh Gott. Scheiße, Mann, das fällt ja komplett auseinander. Wo habt ihr das her, ey? Oh Gott. Das ist sehr uncool, Leute. Das ist ja alles voll dreckig. Ja, ich krieg's nicht auseinander, ne? Hier ist... Die Folie klebt am Bonbon fest. Okay, da habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid, Get Digital, das kann ich nicht probieren, weil die Folie, die um das Bonbon ist, am Bonbon festklebt. Ein kleiner Minuspunkt. The Emperor Protects. Keine Ahnung, ich hole ihn auf jeden Fall mal raus. Diesen Pin hier, habt ihr gerade gesehen. Das nett, Pins sind immer, ja, wenn sie dabei sind, ganz nett, aber ist jetzt nicht, kein Must-to-have. Must-to-have, genau. So, dann haben wir hier, was ist das denn für ein Riesenteil? Okay, das ist natürlich jetzt krass. Ich habe übrigens mein Mikro direkt hier vorne, ne? Also,
Eine Predator-Büste. Wie krass ist das denn bitte? Kann das Ding irgendwas? Ist das was Besonderes? Ist das vielleicht ein... Ist das ein Sparpot oder was? Hört mal, das, wenn das ein Sparpot ist, das wäre ja... Das wäre richtig perfekt, denn... Ja, man kann das auf jeden Fall unten aufmachen. Also wird man doch irgendwo oben was reinschmeißen können. Aber nur wo? Ah, da hinten. Da kann man was reinschmeißen. Das ist natürlich krass. Das ist perfekt. Wer meinen Kanal verfolgt, der wird wissen, dass ich immer mal wieder, wenn ich ein bisschen Kleingeld habe oder wenn ich halt einfach 5 Euro habe, spare ich die hier unten. Und das heißt, ich werde die demnächst immer hier reinschmeißen, damit ich was habe, wo ich das ja aufbewahren kann. Die liegen bisher immer so bei mir in der Schublade rum. Was ein bisschen schade ist, das nervt mich immer an solchen Sparpott-Dingern, dass sie halt einfach von unten so eine total beschissene Öffnung haben. Wenn man da Geldscheine reindrückt, dann kriegt man die dann nie raus und muss das Ding irgendwann kaputt schneiden. Ja, ich überlege mir mal, was ich damit tue. Aber selbst wenn nicht, das sieht auch so ziemlich cool aus, wenn ich mir das jetzt hier irgendwo so hinstelle. Krass. Sehr cool, das ist ein cooles Item. So, jetzt kommt noch das T-Shirt. Da ist auf jeden Fall schon mal etwas, was aussieht wie Jurassic Park. Ihr könnt es vor mir sehen. Was steht da drauf? Anatomiepark, okay. Das ist auch witzig. Ich bin ja ein sehr großer Jurassic Park und Jurassic World Fan. Ich hätte mir das T-Shirt gewünscht, aber das ist, glaube ich, von Curity. Das ist dann, glaube ich, ja nicht so einfach zu bekommen. Wo halt hier vorne Yoshi drauf ist oder sowas, ne? Und dann Jurassic Park draufsteht oder so. Das wäre natürlich noch viel cooler gewesen. Aber das ist auch nett. Ich muss sagen, die T-Shirts von Get Digital bisher, das waren immer, obwohl eigentlich T-Shirts oft so Highlights sind in so einer Box, muss ich sagen, sind die T-Shirts, die hier mit bei sind, sind immer solide, gute Dinge. Aber es war bisher nie was dabei, was mich so komplett flasht. Ne? Also bisher die anderen Items sind immer größere Highlights als das, was auf dem T-Shirt so drauf ist. So, jetzt haben wir aber noch ein Item im Zwischenboden. Das haben sie extra halt gesagt, weil man das sonst vielleicht vergisst. Und was ist da unten zwischen? Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Es ist quasi eine, wie nennt man sowas, Adaption an Iron Maiden, an einen Iron Maiden Vinyl. Ultra Maiden, The Space Marine. Okay, das ist quasi eine Hülle für eine Platte. Aber es ist keine Platte drin. Was ist da los, Get Digital? Ist das richtig so, dass diese Platte fehlt? Oder hätte da eine Platte drin sein müssen? Wenn ja, dann wäre das geil. Wenn es aber nur das ist, ist auch cool. Aber kann ich halt nichts mehr tun, weil ich die Platte nicht habe. Muss ich mir die jetzt zulegen oder was? Da steht auch ein Text hinten drauf, der mehr oder weniger wahrscheinlich umgedichtet wurde von dem Lied von Iron Maiden auf das hier. Wer das lesen will, der kann ja mal Stopp drücken oder Pause drücken. Das könnt ihr euch dann hier durchlesen. Sollte ja irgendwie machbar sein. Ist nicht okay. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert gerade. Ich finde dieses Item sehr cool, aber ich kann jetzt nicht so wirklich was damit anfangen gerade im Moment. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie keine Vinyl mit da reinpacken im Normalfall. Dass das halt immer so leer ist. Dass man die quasi austauschen könnte, wenn man die jetzt hat oder so. Weil das wäre wahrscheinlich ein bisschen teuer gewesen, so eine Vinyl mit da reinzupacken. Ne? Aber ich finde es cool. Das ist eine sehr, sehr geile Idee auf jeden Fall. Aber ich kann halt jetzt gerade nichts damit anfangen leider. Schade. So, wir gucken mal gerade grob durch diese Platte. Gucken wir erstmal die Platte. Artwork Vinylhülle. Ultramaden. Nichts ist härter, schneller oder lauter als der Kampf gegen das Chaos. Nutze es als Vinylcover oder als cooles Artpunkt für die Wand und folge stets den Worten des unsterblichen Gott Imperators. Okay, Doctor Who DVD. Peter Capaldi spielt den großartigen 12. Doctor Who. Mit Deep Breath kannst du dir nun die erste Folge der 34. Staffel anschauen. Ob als Doctor Who-Fan oder als Neuansteiger ist diese Folge auf jeden Fall die richtige Wahl. Okay, ist die erste Folge, also quasi wirklich die Pilotfolge. Die Spardosenfigur, da gibt es verschiedene von. Es gibt noch Predator, klar, Daredevil, Donatello von den Turtles oder Deathstroke. Okay, da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich den Predator bekommen habe, weil mit den anderen hätte ich jetzt auch nicht so ultra viel anfangen können. Das ist schon mal eine coole Sache. Das Wissen-Magazin, das juckt mich jetzt gerade nicht so sonderlich. Shirt, Anatomie-Park, Rick and Morty-Fans. Ah, okay, das ist von Rick and Morty. Gut, dann ist das klar, dass das mir nichts sagt. Ne? Der Fluch der Bauchspeicheldrüse-Bahn. Okay, alles klar. Mein Lieblings-Item aus dieser Box ist diesmal... Es gibt zwei Sachen, die ich mal kurz hervorheben möchte. Zum einen ist es natürlich der Groot. Der ist richtig cool. Und zum anderen ist es natürlich die Spardose von Predator hier hinten. Die lasse ich auch da hinten so stehen. Das finde ich, macht sich ganz gut da vorne. Es ist eine relativ solide Box, aber haut mich jetzt diesmal auch nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Aber es liegt halt nicht an den Items selber. Die sind schon ganz gut ausgewählt. Es liegt eher auch wieder daran, dass ich mit manchen Sachen einfach nichts anfangen kann. Ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Hat lang genug gedauert hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, der Groot ist so knuffig.